Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Und auch herzlich willkommen an die ganzen Neuen, die hier gelandet sind. Ich freue mich riesig über euch. Hoffentlich werden wir noch mehr. Das wäre echt der Hammer. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr fühlt euch wohl hier. Für Anregungen und sowas bin ich immer offen. Und auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne per E-Mail oder so anschreiben. Also das haben auch schon ein paar gemacht über Facebook oder so, hatten Fragen. Haben mich angeschrieben, also alles gar kein Thema, wenn irgendwas ist. So, ich zeige euch heute die verlängerten festen Maschen. Dafür habe ich schon mal ein Stück vorbereitet, einfach mit ganz normalen festen Maschen, damit wir einfach mal dann gucken können, wie der Unterschied so aussieht. Also, wir machen ganz normal unsere Wendeluftmasche und die verlängerten Maschen, so wie ich sie euch zeige, könnt ihr die natürlich auch am Anfang in die Luftmaschenkette reinmachen. Also wir machen ganz normal eine Luftmasche, eine Wendeluftmasche. Wir gehen in die erste Masche, holen uns den Faden, wie zur festen Masche. Dann holen wir uns den Faden, ziehen ihn aber nur durch die erste Schlinge und dann holen wir nochmal den Faden und ziehen ihn durch die zweite. Das ist dann eine verlängerte feste Masche. Also nochmal, wir stechen in die vorherige Masche ein, holen uns den Faden durch, haben unsere zwei Schlingen auf der Nadel, ganz normal wie bei der festen Masche, holen uns wieder den Faden, ziehen ihn aber nur durch die erste Schlinge durch, nicht durch die zweite. Und dann holen wir uns wieder den Faden und dann beenden wir die Masche. Und so sieht der ganze Spaß dann aus. Also, Faden holen, Faden nochmal holen, nur durch die erste Schlinge ziehen, dann Faden wiederholen und durch beide Schlingen ziehen. Und ihr seht schon den Unterschied, wie das aussieht. Faden holen, einmal durch, Faden holen, einmal durch, Faden holen, zweimal durch. Diese Maschen sind ein bisschen weicher und elastischer als das normale feste Stäbchen. Und wie ich gelesen habe, die werden auch gerne zum Sockenhäkeln verwendet. Also wenn ihr mein Sockenvideo anschaut und Socken häkeln wollt, könnt ihr auch das hier nehmen. Ihr könntet zum Beispiel auch den Picot-Anschlag, den ich euch letzte Woche gezeigt habe, könnt ihr auch zum Sockenhäkeln nehmen. Das sieht bestimmt echt cool aus. Ihr müsst halt überlegen, gucken, wie viel Maschen ihr halt braucht, ne? Also da immer ein bisschen aufpassen. Weil da müsst ihr ja, da könnt ihr nicht einfach sagen, ach, da nehme ich eine mehr oder weniger. Zum Beispiel bei dem, wenn ihr Picots mit Stäbchen anschlagt, müsst ihr gucken. Ihr könnt nicht eine mehr oder weniger nehmen, weil das sind ja wirklich fest. Aber das macht ihr schon. Also durch die erste Schlinge durch und dann durch beide Schlingen durch. Und man sieht schon wirklich den Unterschied hier. Einmal, zweimal. Also es sind drei Schritte und nicht zwei wie bei der normalen festen Masche. Schritt 1 ist in die Masche einstechen, Faden holen. Schritt 2 ist Faden holen, durch die erste Schlinge ziehen. Und Schritt 3 ist Faden holen und durch beide Schlingen ziehen. Ihr seht, das ist easy peasy. Das Video wird heute nicht lange, aber auch halb so wild. Kann ja nicht immer alles ewig dauern. So. Einmal. Zweimal. Und die letzte Masche. Einmal, zweimal. So. Man sieht schon wirklich einen Unterschied. Ich hole euch mal näher ran. Es wird ein bisschen dunkler, tut mir leid, aber man sieht es trotzdem. Ihr seht, wie das aussieht. Jetzt schauen wir mal von hinten. Oh, 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 Entschuldigung. Von hinten sieht man auch den Unterschied wirklich. Hey, nicht weiter wackeln, komm schon. So. Jetzt würde ich mal sagen, ich setze einfach mal noch ein paar Reihen drauf, damit man das noch besser erkennen kann. Und dann melde ich mich gleich nochmal. So, ich habe jetzt mal insgesamt 5 Reihen gemacht. Ich habe hier unten, Moment, hier, 5 Reihen, hier, 2, 4, 5. 5 Reihen normale feste Maschen und hier oben drauf 5 Reihen verlängerte feste Maschen. Ihr seht den Unterschied, klar, es ist mehr, es braucht auch ein bisschen mehr Garn und es wird auch ein bisschen breiter, vor allem, weil es auch lockerer wird. Wenn man hier unten jetzt mal die festen Maschen und jetzt hier oben die verlängerten, ihr seht, die sind wesentlich dehnbarer. Also wäre bestimmt auch cool für eine leichtere Mütze oder so, weil es ist halt auch
Je nachdem, wie fest oder wie eng ihr das halt auch häkelt, ist es luftiger oder nicht. Es ist natürlich wieder wie immer ganz klar. Und ihr seht, es ist breiter. Aber ich muss sagen, mir gefallen, ich finde die ganz cool. Ich werde die jetzt auf jeden Fall demnächst mal beim Sockenhäkeln ausprobieren, wenn ich meine nächsten Socken mache. Genauso die Anschläge, die ich euch letztes Mal gezeigt habe. Und dann werden wir mal sehen, wie das so wird. Ich glaube aber, dass die angenehmer sein werden, wenn man viel damit rumläuft. Weil manchmal druckt es ja ein bisschen mit den festen Maschen, je nachdem, wie fest das gehäkelt ist eben wieder. Und ich glaube, dass die dann nicht so drücken. So, ihr Lieben, dann haben wir es für heute wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und beim Üben. Habt ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und bis Dienstag. Ciao!